Kurznachrichten. Wenn man sich in den 80er Jahren mit den Schlagerparaden des Rundfunks der DDR befasste, kam man an den Künstlern Tino Eisbrenner und André Herzberg nicht vorbei. WT64. Tino Eisbrenner stand dem Ensemble Jessica vor, wirkte dann später solistisch. Der eine stand dem Ensemble Jessica vor, war anschließend solistisch erfolgreich, der andere der Frontmann von Pankow, beide mehrfach in Interviews mit mir zu hören. Politisch stehe ich Eisbrenner näher. Beide veröffentlichten gestern Texte auf Facebook. Auszüge daraus: Tino Eisbrenner, ich steppe mich durch die Nachrichten im Fernsehen und bin unfassbar wütend, mit welcher Dreistigkeit mir auf jedem Sender eingeredet werden soll, dass wir wegen des Ukraine-Kriegs ab Herbst mit weniger Gas aus Russland zu rechnen haben und es aufgrund von Engpässen auch über den Winter zu kalten Wohnungen kommen kann. Schon vergessen, sie haben schon Ende letzten Jahres die Energie- und Benzinpreise hochgezogen. Der Krieg begann Ende Februar. Und auf den Straßen machen sie Umfragen, ob alle schön Energie sparen, und man bekommt zu erfahren, dass der deutsche Bürger nun schon übt, auch kalt zu duschen oder gerade in andere Heizungssysteme investiert, sofern er Hausbesitzer ist. Die anderen hoffen, dass es nicht allzu schlimm kommt. Menschenskinder, merken wir nicht, dass unsere Politiker vasallenhaft einen Wirtschaftskrieg auf unsere Kosten führen? Russland würde uns weiterhin ganz normal mit Gas, Öl, Holz beliefern, aber unsere eigene Regierung schneidet uns von all dem ab, weil die USA das so vorgibt. Herr Habeck und Co. werden keine einzige Stunde frieren in ihren Hütten, aber wir werden gerade darauf eingesungen. Jedoch glauben wir es erst, wenn die Heizung kalt bleibt. Vorher tun wir so, als ginge es uns nichts an. Eisbrenner merkt an, welches Stigma heftet man dann denen an, die auf die Straße und auf die Barrikaden gehen. Putin-Versteher, Querdenker, Rechte oder kommt ein neues Etikett, Frierungstheoretiker? Er endet, gerade fragt mich einer nach der Uhrzeit, 11:55. André Herzberg äußert sich über Geschichtliches. Ich weiß nicht, was ich ekelhafter finde. Die Empörung, die die Zensoren unserer Texte in der DDR hatten, wenn sie unsere Pankow-Zeilen beurteilten, vor dem Verbot, Zitat, unsere Menschen sind nicht so negativ, sie lachen viel mehr. Oder wenn ich heute gelobt werde, wie clever wir damals waren, als wir es schafften, rosa Elefanten für die Zensoren einzubauen, was von der Interviewerin einfach vorausgesetzt wurde, wie ich kürzlich in einem Interview gefragt wurde. Fast ist mir die damalige ehrliche Empörung der Stalinisten lieber. Wir haben niemals rosa Elefanten eingebaut. Ja, wir haben lange hart innerhalb der Band diskutiert, aber nur darüber, was wir für richtig, was wir für falsch im Sinne der eigenen Wahrnehmung fanden. Hätte es eine geheime Übereinkunft innerhalb der Band gegeben, den Zensoren rosa Elefanten anzubieten, hätte ich das nicht akzeptiert. Erst das endgültige Verbot von Liedern habe ich hingenommen, womit ich heute leben muss. Der ewige Opportunist kann sich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie er selbst. Diese Auswirkung des Doppeldenkens gab es auch nach dem Dritten Reich, als plötzlich alle Widerstand geleistet hatten. So war es auch nach dem Ende der DDR. Nur unter Opportunisten lebt es sich gemütlich. Die anderen erinnern einen nur an seine alte Angst oder Überzeugung, von der man später nichts mehr wissen will. Es hat in Westdeutschland Jahrzehnte gedauert, ehe die Leute über ihre Verwicklung in die Nazizeit sprechen konnten, ehe es ein Thema für die Medien wurde. Nicht anders nach der DDR, wir zwinkern uns zu, aber wir sitzen nicht alle im selben Boot. Herzberg schließt ab, ich wollte ein Held sein, aber war oft ein Feigling aus Angst. Aber die Feiglinge um mich herum, die sich selber nie als Feiglinge sahen, deprimieren mich bis heute noch viel mehr. Vordergründig ein historischer Text, ich meine aber, es steckt viel Aktuelles drin. André Herzberg. Sonnabend, der 25. Juni 2022. In der Ukraine wurde in der Nacht landesweit Luftalarm ausgelöst. Explosionen wurden aus Saporischschja und aus Dnipro gemeldet. Die ARD meldet, trotz der Entscheidung Kiews, Severodonetsk im Osten der Ukraine aufzugeben, sitzen dort immer noch ukrainische Truppen und auch Zivilisten fest. Der Kreml hat die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die Ukraine und Moldau als geopolitisches Manöver gegen Moskau verurteilt. Er formuliert eine geopolitische Vereinnahmung. Zitiert wird von der ARD die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Die EU verfolge damit das Ziel, mit den östlichen Nachbarländern Beziehungen auf der Grundlage eines Abhängigkeitsprinzips zu etablieren.
Brüssel wende politische und wirtschaftliche Erpressungsmethoden an und zwinge die Kandidatenländer, unrechtmäßige Sanktionen gegen Moskau zu verhängen. Das aggressive Vorgehen der Europäischen Union habe das Potenzial, neue Spaltungen und tiefe Krisen in Europa zu schaffen. Zurückhaltender hatte sich vorher Kreml-Sprecher Peskow geäußert. Er sprach von inneren Angelegenheiten. In der georgischen Hauptstadt Tiflis sind etwa 120.000 Menschen für einen EU-Beitritt auf die Straße gegangen. Die Bundesregierung will der Ukraine weitere Panzerhaubitzen liefern. Polen und die baltischen Staaten fordern nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki eine Verstärkung der NATO-Kräfte in der sogenannten Suwalki-Lücke. Diese befindet sich zwischen der Oblast Kaliningrad und Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt Russland die Schuld an der derzeitigen Nahrungsmittelkrise. Auch Außenministerin Baerbock hatte betont, dass Russland Hunger als Waffe benutzt. Darauf Dmitri Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. Zitat: Es ist natürlich erstaunlich, dies von Beamten zu hören, deren Land Leningrad 900 Tage lang in der Blockade hielt, wo fast 700.000 Menschen an Hunger starben. Äußerungen zum Krieg im US-amerikanischen Fernsehen. Oberstleutnant Daniel Davis auf Fox News, Zitat: Es gibt keinen vernünftigen Grund zu hoffen, dass der Krieg eine Wende nehmen kann, denn Russland geht methodisch vor und zerstört die ukrainischen Streitkräfte im Donbass, indem es nicht nur Territorium erobert, sondern auch ihre Fähigkeit zerstört, das Land anderswo zu verteidigen. In der Zeitschrift National Interest äußert sich John Mearsheimer: Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben den Konflikt in der Ukraine angezettelt und tragen daher die volle Verantwortung für dessen Katastrophen. Die Schuld der USA liegt darin, dass sie eine Politik gegenüber der Ukraine gefördert haben, die Russland als existenzielle Bedrohung ansieht, wovor russische Politiker seit Jahren wiederholt gewarnt haben. Zitat: Ich beziehe mich auf Amerikas Besessenheit, die Ukraine in die NATO aufzunehmen und sie zu einem westlichen Bollwerk an der Grenze zu Russland zu machen. Die Regierung Biden war nicht bereit, dieser Bedrohung auf diplomatischem Wege zu begegnen. Die Ukraine soll ein modernes Flugabwehrsystem deutscher Herstellung erhalten. Wer machte das in ukrainischen Medien öffentlich? The Daily Melnik. The Daily Melnik. Richtig, der ukrainische Botschafter in Deutschland Andriy Melnik. Nach seinen Informationen sollen sich die Kosten für das Flugabwehrsystem auf mehr als 170 Millionen Euro belaufen, die die Bundesregierung übernehme. Die ukrainische Seite rechnet mit einer Lieferung im Oktober. Welchen, geht aus der Meldung der Tagesschau nicht hervor. Aufmerksame Reporter haben die Aufzeichnung einer Talkshow im russischen Fernsehen im Jahr 1997 aufgefunden. In der Sendung debattierten der erste Präsident der Ukraine, der unabhängigen Ukraine Kravchuk, und der GUS-Experte Karaganov. Nachdem Kravchuk beteuert hatte, dass die Ukraine gute Beziehungen sowohl mit dem Westen als auch mit Europa anstrebt, schilderte der Moderator Ljubminow den Inhalt von Manövern US-amerikanischer Militärakademien. Diese würden zur Grundlage haben, dass die USA um das Jahr 2025 herum im Konflikt mit Russland und China gleichzeitig seien und die Ukraine als Waffe gegen Russland nutzen werden. Das kann man auch nachlesen im klugen Buch des US-amerikanischen Präsidentenberater Brzezinski, erschienen in den 90er Jahren. Brzezinski war an der Seite von Ronald Reagan in den 80er Jahren. Ich erinnere mich an den Begriff Reich des Bösen. Ich war aktiv in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, lebte also die Freundschaft mit dem Reich des Bösen. Meiner Erinnerung nach war ich übrigens nicht der Einzige, der in der deutsch-sowjetischen Freundschaft wirkte. Aber vielleicht erinnere ich mich falsch. Der Tschetschene Ramzan Kadyrov hat die Befreiung von Solothoje und Gorskoje in der Volksrepublik Lugansk als effektive Operationen bezeichnet. Lysychansk ist von Süden her blockiert, das meldet das russische Verteidigungsministerium. Die junge Welt berichtet vom G7-Gipfel, überschrieben von Nick Brauns ein Bericht: Die Krise heißt G7. In München gab es eine Fridays for Future-Demonstration. Hier wurde das Ende der kolonialen Ausbeutung gefordert. Mehrere hundert Menschen demonstrierten gestern Nachmittag beim Klimastreik am Odeonsplatz. Mit ihrer Politik und Wirtschaft trügen die G7-Staaten selbst maßgeblich die Verantwortung für die drastische Zunahme von Armut und Hunger sowie die Zuspitzung der Klimakrise, beklagte Roland Süß, der die globalisierungskritische Organisation ATTAC im Trägerkreis des Demobündnisses vertritt, am Freitag. Die Polizei ist rund um den G7-Gipfel und die Gegenproteste mit 18.000 Beamten im Einsatz. Die Gegend um Garmisch-Partenkirchen, Elmau, gleicht einer Polizeifestung. Auch findet statt
Der BRICS-Gipfel. Hier sprach Wladimir Putin, Zitat, ich möchte betonen, dass Russland ein bedeutender und verantwortungsbewusster Teilnehmer auf dem globalen Lebensmittelmarkt ist. Wir sind gewiss bereit, alle unsere vertraglichen Verpflichtungen zur Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Düngemitteln, Energie und anderen wichtigen Produkten weiterhin in gutem Glauben zu erfüllen. Auch sagte er, dass der starke Anstieg der Inflation das Ergebnis vieler Jahre unverantwortlicher makroökonomischer Politik der G7-Länder ist. Ganz vorne im Sparen von Energie, Ursula von der Leyen. Sie meint, die Heizung 2 Grad runter. Und Robert Habeck, Duschjets schneller. Das erklärte er dem Spiegel, Zitat, ich halte mich an das, was mein Ministerium empfiehlt. Meine Duschzeit habe ich nochmal deutlich verkürzt. Na, hoffentlich nicht die Denkzeit. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey, SPD, hat am Freitag eine Videoschalte abgebrochen, nachdem Zweifel aufgekommen waren, dass sie tatsächlich mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verbunden war. Giffey wurde an einer Stelle misstrauisch. Zitat, es ging einmal darum, dass er sich auf ein angebliches Gespräch mit Botschafter Melnik bezogen und gefragt hat, wie wir das sehen, da so viele Ukrainer sich Sozialleistungen in Berlin erschleichen wollten. Na, vielleicht stecken die russischen Telefonscherzbolde Wovan und Lexus dahinter. Bei einer Pressekonferenz hat der russische Außenminister Lavrov die heutige Politik der EU gegenüber Russland mit der Politik Hitlers gegenüber der Sowjetunion verglichen. In Deutschland ist das nicht so bekannt, aber nach dem Überfall auf die Sowjetunion war die Sprachregelung der Nazi-Propaganda, dass nicht Deutschland, sondern das vereinte Europa einen Krieg gegen den Feind im Osten führt. Die Journalistenfrage und Lavrovs Antwort vollständig übersetzt hat Thomas Röper vom Antispiegel. Lavrov, Zitat, unsere Position ist immer davon ausgegangen, dass die EU kein militärpolitischer Block ist. Im Gegensatz zum Nordatlantischen Bündnis stellt die Entwicklung ihrer Beziehungen zu allen Ländern, die dies wünschen, für uns keine Bedrohung oder Gefahr dar. Der russische Präsident Putin hat das in seiner Rede auf dem Petersburger Wirtschaftsforum bekräftigt. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass sich die Europäische Union in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und aggressive, ideologische, vor allem antirussische Untertöne angenommen hat. Die Berliner Zeitung publiziert ein Interview mit Sergei Karaganov, einem ehemaligen Berater von Wladimir Putin. Dieses erschien zunächst in der italienischen Zeitschrift Limes. Karaganov wird als egozentrisch und schillernd beschrieben. Er war einflussreicher Berater über 2 Jahrzehnte lang. Mitbegründer der ältesten russischen NGO, Rat für Außen- und Verteidigungspolitik sowie der wichtigsten außenpolitischen Zeitschrift Russia in Global Affairs. Sich selbst sieht er als den geistigen Vater der Hinwendung Russlands zur asiatisch-pazifischen Region. Nach dem Ausgang der Kampfhandlungen gegen die Ukraine gefragt, gibt er eine betont optimistische Antwort. Er hebt die Notwendigkeit eines russischen Sieges hervor. Eine Niederlage könne sich Russland keinesfalls leisten. Wenn überhaupt, könne derzeit nur ein Waffenstillstand erwartet werden. Von einem dauerhaften Frieden sei die Lage nach wie vor weit entfernt. Um die Chance für einen Friedensvertrag zu wahren, müssen sich nach Ansicht Karaganovs die Vereinigten Staaten gegen weitere Kampfhandlungen aussprechen und offenbar auch Kiew von der Aussichtslosigkeit des Widerstandes überzeugen. Aus diesem Grund könne die sogenannte Spezialmilitäroperation noch Jahre andauern. Das Risiko der Eskalation bleibt hoch. Von der Wehrfähigkeit der ukrainischen Armee zeigt sich Karaganov nicht überrascht. In Russland unterstützt die Mehrheit der Bevölkerung Wladimir Putin. Zwar sei der unmittelbare Verlust der Ukraine als Pufferstaat zwischen Russland und dem Westen bedauerlich, die sich abzeichnende Alternative wäre für Moskau jedoch ungleich schlimmer gewesen. Hätte Moskau zu lange gewartet, wäre aus der Ukraine ein hochgerüsteter, russlandfeindlich gegenüber eingestellter Staat mit einer starken, ideologisch-faschistischen Armee geworden, ein Anti-Russland. In Zukunft werde ohnehin irgendeine Art der Pufferzone zwischen Russland und dem Westen errichtet. Karaganov spricht sich gegen die Besatzung des gesamten ukrainischen Territoriums aus. Süffisant und durchaus selbstkritisch merkt Karaganov an, dass die außen- und sicherheitspolitische Elite Russlands die provokativ-ironischen Worte Brzezinskis seltsamerweise nie zu verstehen vermochte, denn eigentlich habe Russland Sibirien und nicht der Ukraine den Großmachtstatus zu verdanken. Er sieht den eigentlichen Auslöser des Krieges in der schleichenden Integration der Ukraine in die NATO und beteuert, die Gefahr des Krieges über viele Jahre vorausgeahnt und davor gewarnt zu haben. Als sein Lebensdrama bezeichnet er die Vorhersehbarkeit bei gleichzeitiger Unvermeidlichkeit der aktuellen Konfrontation sowie das auch persönliche Unvermögen, etwas daran zu ändern. Wem geht das nicht so? Er äußert sich noch zum Westen. Aus Russland habe der Westen lange vor dem Krieg ein willkommenes Feindbild geschaffen. Er spricht von über einem Jahrzehnt. Hier kann er nicht widersprechen. Den Grund sieht er in der schrittweisen Schwächung der globalen Rolle des Westens. Abschließend der Lauf der Geschichte.
könne aber nicht umgekehrt werden. Die Welt sei gerade dabei, sich von der westlichen Hegemonie endgültig zu befreien. Sergei Karaganov, und wenn Sie zurückspulen, ich hatte ja berichtet von der Talkshow 1997 im russischen Fernsehen, da war er eben auch schon dabei. Er weiß, wovon er spricht. International, Kuba und Frankreich haben ein Dokument unterzeichnet, das die Entwicklung erneuerbarer Energien im Inselstaat fördern soll. Wieder haben zahlreiche Migranten versucht, die Grenzanlagen zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu überwinden. Nach Angaben der Behörden starben 18 Menschen, es gibt viele Festnahmen. Das Militär im westafrikanischen Sahelstaat Burkina Faso hat vor einer geplanten Offensive gegen islamistische Rebellen die Bevölkerung aufgefordert, die Region zu verlassen. Nur rund 48 Stunden nach einem der folgenschwersten Erdbeben seit Jahrzehnten hat die Führung von Afghanistan, die Taliban, die Suche nach Überlebenden eingestellt, berichtet Reuters. Kurz vor der Pride-Parade in Oslo werden durch Schüsse in einem Nachtclub zwei Menschen getötet und weitere verletzt. Ein Verdächtiger ist in Gewahrsam, das Tatmotiv unklar. Sieben Tage Inzidenz 632,9, Deutschland, Österreich 617,1, Temperaturen über 30 Grad. Heute zieht ein TV im Osten, weiter schwül, kräftige Schauer und Gewitter. Gewitter begleiten uns auch durch die nächsten Tage. Macher, Alternative Music.